Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Wir waren das letzte Mal stehen geblieben, ja, bei unseren Managern. Denn wir haben schon Manager und wir sollen davon geschmeidige 5000 Stück hier einziehen lassen. Das ist natürlich sehr, sehr, ja, das ist eine Hausnummer auf jeden Fall. Wir haben unsere gesamte Produktion hier auf die zweite Insel verlegt und haben hier noch unsere eine Aufgabe. Und zwar befestigen Sie die Schengen-Sensordrohne an Ihrem Kommandoschiff, folgen Sie dem Drohnensignal und sammeln Sie Turbulenzen verursachten Fels oder verursachenden Fels. Das würde ich jetzt nebenbei in diesem Part einfach mal noch ganz gerne mitmachen. Während wir hier schon mal ein paar Leute aufsteigen lassen. Wir müssen natürlich hier unsere Verbrauchsgüter, oha, da sehen wir auch schon, das Wasser, das liebe Wasser, da müssen wir auf jeden Fall modultechnisch hier, oder beziehungsweise können wir modultechnisch was machen, da brauchen wir keinen neuen Wasserbauplatz, erstmal in Anspruch nehmen. Ich überlege gerade, ob wir hier unsere Windkrafträder noch ein bisschen aufrüsten. Wir müssen mal schauen, wie viele haben wir denn insgesamt? 3 Stück haben wir insgesamt, okay. Dann Folgendes. Lasst uns das mal ganz kurz machen. Hier einfach mal noch ein bisschen Energie dazu holen. Theoretisch, ja, den Radius, das ist ganz gut. Das, der vergrößert sich danach nicht. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und Wasser. Bauen wir gleich noch eins. Jetzt haben wir erstmal plus 8 wieder Wasser. Das ist sehr schön. Hier passt soweit alles. Das sieht alles wirklich sehr gut aus. Das heißt, wir können erst einmal unsere Häuser wieder etwas aufsteigen lassen, bevor wir neue bauen. So. Da, 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 da. Wow. Alles Manager. Jetzt geht's natürlich richtig ab. Haben wir eine schöne Skyline hier. Das finde ich sehr, sehr cool. Da müssen wir natürlich jetzt mal schauen. Und ihr seht, wie die Managerzahlen die Höhe schnellt. 1200, 1300 schon. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass unsere Verbrauchsgüter jetzt nicht ins Minus geraten, dass wir das alles gut abdecken können. Aber ich denke, das sollte eigentlich soweit kein Problem sein. So, wir befördern hier mal die nächsten. Okay, mehr geht aktuell gar nicht. Doch. Wow, du sorgst für Aufsehen. Viele wichtige Leute hätten gern deine Unterstützung. Also diejenigen an den wirklich entscheidenden Stellen. Denk darüber nach. So, die können wir noch befördern. Die können wir direkt noch zum Manager machen. Warum geht das nicht? Also, wie kann ich behilflich? Okay. Neue Gebäudearten verfügbar. Oh, haben wir 2500 Manager? Ja, Tatsache. Wir haben die 2500 Manager. Die Sensordrohne tun wir erstmal ganz kurz an unseren Basisschiff befestigen. Und ihr seht hier oben dieses blinkende Teil, das zeigt uns, wo das Ganze liegt. So, wir müssen mehrere aufsammeln. Ihr seht, es blinkt überall. Kundenanalysen zeigen unerfüllt im Gange. Das ist aber ein bisschen tricky, wo das hier überall blinkt. Verstanden. Das muss wahrscheinlich irgendwo hier unten sein. Warte mal, wir fahren mal hier runter. Mal gucken, was uns da anzeigt. Sind unterwegs. So, die fährt schön hinter uns her und zeigt uns hier den Weg an, in dem wir müssen. Okay. Doch nach hinten. Doch nach oben. Im Gange. Da müssen wir mal schauen. Verstehe ich jetzt nicht so richtig. Sind unterwegs. Biopolymere können wir erstmal aufsammeln. So, schauen wir doch mal, was sie uns jetzt anzeigt. Hier gerade nach oben auf jeden Fall. Im Gange. Das kann ja nur das. Ach, na klar. Da ist er doch, der Stein, Mensch. Habe ich gar nicht gesehen. So, jetzt wird uns der nächste angezeigt. Na komm. Der muss ja auch ganz in der Nähe sein. Da. Genau, der Stein ist wahrscheinlich hier die ganze, oder die ganzen Steine sind hier beim Staudamm. Verstanden. Direkt in der Nähe. Ich habe keine Ahnung, wie viel wir auf, ach, 7 Stück da wegen. Halleluja. Volle Kraft. Oh, der ist ein bisschen weiter weg. Das wird wahrscheinlich hier oben bei dem anderen Staudamm dann sein.
sind unterwegs. Sind unterwegs. Ja, das ist hier oben bei dem. Verstanden. Da ist er. Genau, diese Sensordrohne, die spürt das schön für uns auf. Okay. Aber doch nicht etwa da drüben, oder? Verstanden. Das sieht so aus, als wäre es direkt da drüben. Hier ist noch einer. Moment. Sehr gut. Roger. So, jetzt müssen wir mal schauen, ob die hier noch irgendwas anzeigt, wenn wir hier vorbei flattern. Ob hier noch einer in der Nähe ist irgendwo. Nee. Nee, nee, nee. Die scheinen drüben bei dem anderen zu liegen. Zwei Stück sind es noch, das passt natürlich. So, wie sieht's jetzt erstmal hier aus? Ich bin irgendwie nicht auf dem neuesten Stand. Wie sieht's aus? Ja, gut sieht's aus. Alles tippitoppi. Soweit, so gut. Wir haben Manager und zwar nicht zu knapp. So, hier unten fehlt uns die Polizei. Ah, da werden wir wahrscheinlich noch eine bauen müssen. Gerade weil wir hier unten den Bereich auch noch besiedeln wollen. So, bauen wir hier noch eine hin. Ich denke, das können wir auf jeden Fall verkraften. Das ist kein Problem. Die kostet uns natürlich sehr, sehr viel Strom. Das ist die andere Seite. So, wie viele an Einwohnern haben wir jetzt? Wir haben schon über 3000 Manager. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können definitiv noch ein paar neue Gebäude bauen. Und können hier erstmal noch einen Wohnkomplex erschaffen. Also, wie kann ich mit... Was soll ich sagen? Es ist einfach. Dann bauen wir auf jeden Fall hier noch eine Straße hin. Und hier noch eine Straße. So. Und so. Das Ganze hier noch. Hier könnten wir ein paar Ornamente hinsetzen. Das würde, denke ich, ganz cool aussehen. Sehr schön. So, wie sieht's hier aus? Verstanden. Hier muss irgendwo noch was sein. Bestätigt. Bestätigt. Der Stein ist aber nicht etwa hier unten. Kommen wir überhaupt hier runter? Nein. Nein, 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 nein. Okay, okay, okay. Moment. Volle Kraft voraus. Jetzt doch wieder da drüben. Müssen wir der Sensordrohne hier mal folgen. Verstanden. Mal gucken, was die uns jetzt hier anzeigt. Das ist natürlich ein bisschen tricky gerade. Dadurch, dass wir drei kaputte Staudämme haben. Aber die zeigt immer noch da drüben an. Im Gange. Im Gange. Schön. Das Containerschiff sieht auch, ne, richtig nice aus. Volle Kraft. So, fahren wir einmal hier oben rum. Hm. Gute Frage, gute Frage. Das zeigt eigentlich genau auf den hier. Koordinaten bestätigt. Oh, hier kommen wieder die Aktien rein. Nanokeramik ist gefallen, Sojabohnen sind gefallen, alles gefallen. Bestätigt. Es muss hier hinten sein. So, Firmenstufe sind wir schon 8 mittlerweile. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Naja, was heißt sehr, sehr gut? So riesengut, toll, blendend ist das auch nicht, aber passt schon. So. Muss irgendwo noch einer sein. Ja, hier muss auch noch einer sein. Stand mal schon drauf, Mensch. Und jetzt? Der nächste muss irgendwo hier auch ganz in der Nähe sein. Und dann haben wir doch schon alle, Mensch. Verstanden. Da ist er. Da ist er. Und dann haben wir 7 von 7.
Und wir sollen die Fracht natürlich jetzt noch zu unserer Lady hier runterbringen. Und dann passt das erstmal. So, was will der? Genug Gelegenheiten, dich uns anzuschließen. Bringen Sie die Angriffsdrohnen an Ihrem Kommandoschiff an. Musst du jetzt bezahlen. Das machen wir. Wir kriegen Grafen dafür. Diese Leute suchen Streit. So, aber erstmal schließen wir den Auftrag jetzt ab. Das ist nämlich Schritt 4 von 5 schon. So, einmal das Ganze entladen. Und bam. Ihr Projekt war erfolgreich. Wunderbar. Ja, hallo und so weiter. Nun sagen Sie mir schon, ob Sie den Auftrag annehmen. Setzen Sie in Warbrook-Becken Energie ein. 830. Wir haben 830 und 500 sollen wir einsetzen. Verbleibende Zeit noch 4 Minuten. Ich glaube, das sollen wir dann einfach nur 4 Minuten halten. Das ist natürlich ganz gut. So, hier sollen wir die Kampfdrohne an unser Schiff anbringen. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Setzen Sie Energie ein. 830 Hammer. Dann, wenn ich jetzt hier noch ein Modul dran baue. Wie viel haben wir dann? Glückwunsch. Neuen Erfolg erhalten. Ich weiß nicht, warum da jetzt 830 steht, wenn ich ehrlich bin. Das erhöht sich auch nicht. Wo wir noch Energie gebaut haben. Naja, wird schon passen. So, hier noch schnell die Kampfdrohne dran und dann widmen wir uns erstmal wieder unserer Bevölkerung. Denn wir brauchen noch ein paar Manager, 1500, das sollte aber kein Problem darstellen. So, wo ist denn der Bob? Da oben ist er. Sind unterwegs. Den werden wir direkt erstmal angreifen. Beziehungsweise, Moment. Packen wir mal hier so ein bisschen davor. So, und aufsteigen lassen können wir hier oben die Gutsten noch. So, sehr schön. Dann können wir hier die noch aufsteigen lassen. Sehr gut. Okay, wie sieht es jetzt aus mit Managern? Da geht es weiter nach oben. Sehr, sehr schön. Hier können wir erstmal niemand weiter aufsteigen lassen. Wo ist unser Schiff? Ach, da oben. Angreifen. Sind unterwegs. So, genau. Sehr schön. Die macht die jetzt kaputt. Oh, die geht aber gut ab, ey. Da kann man mal gar nichts sagen. Und dann gibt es erstmal noch 57 Grafen. Ich bin nicht so sicher. So soll es sein. So, sehr schön. Volle Kraft voraus. Okay, passt. Passt. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen mehr Bevölkerung. Nee, wir können ja schon bauen. Stimmt, wir können schon bauen. Wir können denen ihre Bedürfnisse schon befriedigen. Das ist natürlich sehr gut. So, warte mal. Die wollen jetzt auf jeden Fall Luxuskost. Genau. Worüber wir reden sollen. Und Luxuskost nehmen wir jetzt als nächstes in Angriff. Als allererstes brauchen wir Sojabohnen. Aus Sojabohnen können wir Rindfleisch machen. Leute, fragt mich nicht, wer sich das ausgedacht hat. Keine Ahnung. Dann müssen wir noch Wein produzieren und wir brauchen Wein und Rindfleisch. Okay. Die Firmenaktien steigen. Also brauchen wir erstmal Sojabohnen. Sojabohnen. Da können wir die Produktion noch direkt hier ansetzen. So, und dann schauen wir mal. Ah, haben wir ja perfekt platziert. Modultechnisch gleich voll ausstatten, das gute Stück. 150 Energie, okay. Dann werden wir definitiv hier auch noch Energiemodule einsetzen. So, jetzt braucht er nämlich nur noch 90 Energie und das passt nämlich. Sehr schön. So, wie lange müssen wir noch warten? 1 Minute 24 und wir produzieren... Moment, hier schon mal Sojabohnen. 20 Stück produzieren wir aktuell. Wir brauchen 4 Stück, um Rindfleisch herzustellen. Aber brauchen... Nee, Sojabohnen brauchen wir nicht nochmal. Also Rindfleisch, okay. Das ist natürlich hier auch so ein Ding mit dem Schlachthof. Oder mit der Produktion. Okay, das ist relativ groß. So, setzen wir das wieder hier rüben dran. Okay, aktuell Sojabohnen. 8. Wie viel brauchen die? 4. Warnung, Energiebedarf nicht länger deckbar.
Jetzt haben wir ein Problem. Moment, Energiebedarf, Energiebedarf, Energiebedarf. Bauen wir hier gleich voll aus, oder? Die bauen wir gleich voll aus. So, wartet mal. Passt das jetzt? 1295 von 500. Passt. Sehr schön. So, hier haben wir die Module ausgebaut. Was können wir hier jetzt noch machen? Kredit. Also quasi die Unterhaltskosten ein bisschen senken. Das könnten wir tatsächlich mal noch in Angriff nehmen. Und dafür brauchen wir Iridium. Legen Sie ein. Also, sind Sie an einem Auftrag interessiert? Perfekt. So, jetzt haben wir nämlich die Unterhaltskosten halbiert. So, beladen Sie Ihr Fahrzeug mit 50 Biopolymere aus Ihrem Raumhafen, liefern Sie Fracht nach Mai Tai. Okay, das können wir auch noch eben machen. Aus Ihrem Raumhafen, 50 Biopolymere. Das sollte eigentlich klappen, weil wir 115 haben. Container nehmen, mit 50 Stück. Genau, da wird es hier oben abgezogen. Und dann bringen wir das zu der guten Lady. Und dann gibt es wieder was. Sehr schön. So, wir haben jetzt Fleisch. Moment. Wir haben Fleisch. Sojabohnentechnisch haben wir immer noch ein bisschen was. Das heißt, theoretisch könnten wir hier noch ein Modul dran setzen. Entweder spinnt mein Tracking-Tool oder du bist immer noch nicht fertig. 488 Energie. Okay, da brauchen wir gar nicht lange drüber nachdenken. Da werden hier direkt Energiemodule angebaut. Leg nur gerade, werden wir dann hier noch ein paar hinsetzen. Da bauen wir die maximale Anzahl an. Genau, jetzt haben wir nur 163, das heißt 300 Energie haben wir wieder gut gemacht. Das passt soweit. Müssen nur aufpassen mit Iridium, das geht natürlich jetzt nach unten. Wir produzieren aktuell hier minus 2, 22 an Fleisch, aber das passt auf jeden Fall. Unser erster Damm ist errichtet und funktioniert. Aber einer reicht nicht, oder? 100% Energie? Nice! Wir haben den ersten Damm fertiggestellt. Wie cool ist das denn? So, fahren wir mal direkt hier hoch zu dem zweiten. Oder eigentlich fahren wir nicht da hoch zu dem zweiten. Wir fahren erstmal hier runter. Denn um den Damm kümmern wir uns später natürlich weiter. So, was wir jetzt als nächstes brauchen, ist Wein. So, das heißt, wir werden hier unsere Produktionsanlage erstmal, oder hier drüben unser... für unsere Rohstoffgewinnung. Da müsste jetzt noch ein Fleischmodul hinpassen. Genau, das passt auf jeden Fall. Dann könnten wir das Ganze hier noch ein bisschen ausbauen, so dass hier auch noch Module reinpassen. Genau. Die passen da auch noch hin. Das passt also. Dann könnten wir diese Straße hier wegmachen, weil die ein bisschen überflüssig gerade ist. Oh, wir haben auch nur noch zwei an Transport, an Logistik. Dann setzen wir hier auf jeden Fall erstmal ein Logistikzentrum hin. So. Da haben wir hier wieder ein bisschen was, ne? Wir können natürlich auch Module bauen, die die Logistik nach unten bringen. Wartungsmodule 4 von 5. Ah, okay, jetzt können wir... Ach so, man kann insgesamt nur 5 Module. Entweder Energie, Wartung oder eben Arbeitspersonal. Okay, interessant. Gut, gut, gut. So. Das soll man machen. Ja, ja, ja. Okay, wir brauchen Wein. Immer noch. So, und da können wir uns hier diese wunderschönen Weinberge bauen. System noch verbessern. Da fehlt nur etwas Feinkalibrierung. So, tun wir auch gleich wieder voll ausstatten. Was braucht der Wein an Strom? 80, das geht eigentlich. Das heißt, wir werden 5 Transportwartungskosten. Das heißt, wir werden die Energie mit 2 Modulen runternehmen und... Warte mal, ich wollte eigentlich die Wartungskosten. Arbeitskraftwartung? Arbeitskraftwartung. Ne, Arbeitskräfte haben wir genug. Energiewartung, Logistik. Schade, schade, schade. Logistik könnten wir eigentlich mal noch eins reinbauen. Und dann würde ich das aber doch ganz gern für Energie nutzen. Genau, so passt das mal. So, dann können wir das hier zumachen. Abgeschlossen.
Produzieren wir 12 Wein, 22 von dem guten Fleisch. Und jetzt schauen wir doch mal, was wir brauchen. Okay. 22, 8, 16, 24 eigentlich. Dann bräuchten wir nochmal Wein. Wir brauchen tatsächlich nochmal Wein. Schauen wir mal, dass wir aufs Gleiche ungefähr rauskommen. Jetzt haben wir 22 zu 20. So, jetzt haben wir 22, 22. Das passt soweit. Aber eigentlich könnten wir die Module auch direkt voll machen. So, hier auch wieder zwei Energie... Drei Energiemodule, wollte ich sagen, eigentlich. Oh. 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 Was denn? Energiemodul? Passt doch. Nur verschieben. Müssen wir sie noch? Und einmal... Logistik brauchen wir nicht. Da brauchen wir einfach ein neues Logistikzentrum. Machen wir komplett Energie. So. Dann auch hier die Straße drum. Sorry, falls ich dich nerve, aber du musst das bald erledigt haben. Ja doch, ich bin doch schon dabei. So, und jetzt, meine lieben Freunde, bauen wir die Luxusnahrung, die unsere lieben Manager wollen. So, und da könnte man eigentlich hier unten den Bereich noch mit dazu nehmen. Bauen wir erstmal hier hin. Okay, hier müssen wir natürlich aufpassen, dass wir die Bergbauplätze uns nicht ruinieren. So, und jetzt schauen wir mal, wie sieht's aus? Hier haben wir schon mal ein Plus 6. Das können wir auf jeden Fall noch aufstocken. Da ist ein Bergbauplatz, den will ich auf gar keinen Fall. Okay, so passt es auf jeden Fall. 400 Energie. What? Du hast deinen Laden gut im Griff. Schön für dich. Bauoptionen erweitert. Dann auf jeden Fall Energie-Upgrades rein. Und was haben wir noch? 640 an Arbeitskräften. Nee, dann machen wir komplett Energie. Lass mal erstmal so. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Das passt. Wir wollen ja auch ein bisschen Optik bewahren. So, sehr schön. Wir produzieren Luxuskost, meine lieben Freunde. Und zwar nicht zu knapp. Arktis minus 3. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Okay, das bedeutet... Ah, willkommen. Warte, was brauchen die? Was brauchen die? Was brauchen die? Wieso fehlen uns jetzt auf einmal die Neuroimplantate hier, Dinger? Das ist komisch. Wäre eigentlich noch normale Arbeiter. 5200, das passt ja auf jeden Fall. Verbessern Sie den Raumhafen. Okay, den Raumhafen könnten wir jetzt auch noch verbessern. Komm, wir machen es mal direkt. Superlegierung. 25 Stück, Hammer ist kein Problem. So, der Raumhafen braucht natürlich ein Stückchen. Von unserer Seite. Jetzt müssen wir die Startrampe nur noch einweihen. Sie haben den Mann gehört. Die Systeme sind bereit und die Shuttles in Position. Starten Sie den Countdown. Ich habe ein Angebot für Sie, falls Sie interessiert sind. Okay, warte mal. Wer war das jetzt, der an einem gemeinsamen Projekt interessiert ist? Oh Gott. Windische Bucht. Welche waren das jetzt? Mist. Wir gehen erstmal ganz kurz in die Arktis, weil irgendwas stimmt hier nicht mit unseren... Ich hatte erwartet, Sie hier zu sehen. Ah, okay. Lassen Sie mich den Sachverhalt erklären. Xaiman International hofft, in der Zusammenarbeit mit Ihnen das Versorgungsnetzwerk für Nahrung in der Arktis zu erweitern. Sehr gut. Sehr schön. Also, das ist auch wieder quasi unsere Hauptaufgabe in der Arktis. Als unsere Konkurrenten davon hörten, bezeichneten sie uns als verrückt. Aber Ihre Anwesenheit macht es möglich. Gemeinsam werden wir die Arctic Custodians davon überzeugen, dass wir der Aufgabe gewachsen sind. Natürlich werden diese neuen Routen Ihnen ebenso offen stehen wie uns. Bitte ziehen Sie keine falschen Schlüsse in Bezug auf unsere Werte.
Bei diesem Projekt geht es um Nachhaltigkeit. Wir wollen nicht zerstören, sondern versorgen. Kann ich auf Ihre Unterstützung zählen? Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Nicht du kneifst. Finden Sie Überwachungsblablabla, okay. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Wo sind wir denn überhaupt angesiedelt hier? Warte mal. Ach hier. Genau. Wir müssen erstmal ganz kurz was schauen. Und zwar, was fehlt uns? Ach hier, Neuroimplantate. Haben wir zwar, aber auf der Erde kommt zu wenig an. Also auf der Erde in der gemäßigten Klimazone. Ich denke mal, ich bin schon auf dem Mond. Was uns allerdings hier oben noch fehlt, die hätten gerne Luxuskost. Okay. Folgendes machen wir. Wir richten erstmal ganz kurz eine kleine Handelsroute ein. Und zwar mit Luxuskost. Neue Transferroute. Luxuskost. Von da nach dort. Natürlich keine 20 Stück. Ich habe keine Ahnung, wie viel die brauchen. Ach da. 3 Stück brauchen die nur. Dann liefern wir den einfach mal 6. Dann haben sie die doppelte Menge. Das sollte passen. Und die sind ein bisschen glücklicher. Oh, unsere Einwohnerzahl steigt, denn mehr Wissenschaftler ziehen ein, denn wir haben den Aspekt Luxuskost eben erfüllt und die ein bisschen zufriedener gemacht. Was wir jetzt allerdings noch brauchen, da müssen wir echt aufpassen jetzt, ist, wir brauchen Neuroimplantate. Neuroimplantate sind ziemlich wichtig. Wir müssen mal kurz schauen, wo wir Neuroimplantate herstellen. Hier, glaube ich. Ne, das war die Dosenfabrik. Neuroimplantate, wo waren die denn? Achso, das mussten wir ja hinten, ne? Zeigen, unerfülltes ne, Geothermalturbine. Ja, ich weiß das schon. Bleib mal easy. Wo waren denn unsere Neuroimplantate? Hier. Genau, dafür brauchen wir die. Okay, da könnte man theoretisch problemlos noch ein Modul bauen. Sehr gut. Superlegierung minus 1. Warum? Okay, jetzt geht's genau aus. Sehr schön. Wenn nicht, müssten wir eben Aluminium. Wenn nicht, müssten wir eben Moment. Warnung. Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ja, ich weiß schon. So, das passt auch wieder. Wo haben wir noch? Hatten wir nicht noch eine Mine? Die Mine? Ach, hier oben. Die habe ich gesucht. Genau, die Mine. Wenn nicht, müsste man die mal noch ein bisschen. Statt eine Superlegierung passt aber erstmal. Neuroimplantate passen auch. Gut, um den Part abzuschließen, meine Freunde, werden wir die Handelsroute von Neuroimplantaten noch weiter erhöhen. Und zwar auf 10. So, Superlegierung, das passt. Die haben da oben noch plus 3. Luxuskost, das passt auch. Alles super. Da haben sie dort plus 1. Wir haben minus 3. Okay. Objektprofil wird aktualisiert. So, gut, dann machen wir weiter. Wir schauen mal, was mit unseren Säften los ist. Und wir werden den Raumhafen einweihen und werden auf den Mond fliegen. Und das Ganze gibt es dann aber im nächsten Part erst, meine lieben Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst das Däumchen auf jeden Fall da und schreibt mir einen netten Kommi. Der Manus ist erstmal raus. Bis dahin. Tschüss.